Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Shakes and Fish heute mal wieder. Heute kommt das Video etwas verspätet, tut mir leid dafür. Ich war aber unterwegs, beziehungsweise hatte ich eine ärztliche Untersuchung und konnte natürlich deshalb vorher nichts aufnehmen. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Dafür habe ich morgen vor, wenn es hinhaut. Ich wollte es jetzt schon mal ankündigen zu Beginn. Morgen vor, einen Stream zu machen, weil ich bei einem Kumpel bin, der gutes Internet hat. Heißt, es wird ein normaler, qualitativ hochwertiger Stream. Das Problem ist einfach, dass seine Eltern dann irgendwie relativ oft reinkommen. Und wir müssen halt gucken. Ich denke mal, dass wir das, ja, dass es klappt. Ich werde es versuchen, aber wenn erst gegen 20 Uhr, ihr werdet es sehen, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich denke mal, schon ich nehme den Laptop auf jeden Fall mit und dann dürfte das kein so großes Problem werden. So, ich habe vorhin versucht, Jan zu schaffen, weil eigentlich wollte ich heute im Video Jan den Hämmerer legen. Leider ist er nicht mal ansatzweise schaffbar, deswegen habe ich es erstmal gelassen. Wir müssen noch ein bisschen besser werden, noch bessere Tränke kriegen. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, ob ihr ihn schon besiegt habt und welches Level ihr hattet. Weil ich bin eigentlich, glaube ich, schon viel zu hoch, also ich hätte ihn locker schon schaffen können, sagen wir es mal so. Denke ich zumindest. Ich weiß es halt nicht genau. Und deswegen irritiert mich das ein bisschen. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie es ist, wie es bei euch so ausschaut. Und ja, wäre auf jeden Fall auch cool, wenn ihr das Video bewerten würdet, wenn es euch gefällt und natürlich ein Abo da lasst, wenn ihr neu seid. Und wenn ihr könnt auch trotzdem auch Kritik da lassen, also halt negativ bewerten. Aber dann würde ich bitte gerne wissen, was denn, ja, das Problem ist, da ich es sonst halt auch nicht verbessern kann und es irgendwie ein bisschen, ja, blöd ist. Aber gut, einfach um neuen Kämpfe zu machen, ich hatte ein paar Namen von Leuten, weil das haben auch viele in die Kommentare geschrieben, dass ich hier in der, was mache ich gerade, in der Festung, genau hier, Leute angreifen soll, die nackt sind, halt vom hohen Level, dass ich auf jeden Fall gewinne und dann schön Loot bekomme. Natürlich habe ich mir jetzt die Namen nicht mehr gemerkt, ich habe mir noch auf W14, wenn jemand einen sucht, einen 204er, den hier, Steph, aber der ist zu stark, den schaffe ich noch nicht. Das ist jetzt natürlich dumm, weil ich hatte vorhin auch noch andere Namen und habe die jetzt gelöscht, die Nachrichten. Heißt, wenn ihr jemanden habt auf W14, schreibt mir bitte mal eine Nachricht. Ich habe es jetzt leider weggemacht. Wir können mal ganz kurz gucken, aber ich will da jetzt eigentlich nicht wirklich viel Zeit für verplempern, sagen wir es mal so. Da ich ja eigentlich ja, das ganze mal ein Video jetzt machen möchte. Wir können mal ganz kurz schnell durchgucken, ob hier was dabei ist, aber ich denke mal eher weniger. Ja, das hat echt später, man muss halt nach höherem Level gucken in dem Bereich. Aber das ist schon dumm. Ich kann mal kurz gucken. Einfach mal kurz so, vielleicht schreibt da jemand was. Aber dann können wir in der Zeit auf jeden Fall versuchen, hier im Schatten-Dungeon Beppo zu besiegen. Beppo ist schaffbar. Ich glaube, okay, er ist sehr easy schaffbar. Das dürfte die Kunigunde sogar so gut wie alleine hinbekommen. Die letzten 9 Millionen machen wir eben mit einem Crit weg. Und da haben wir doch schon unser nächstes Level up, Leute. So soll das doch funktionieren. Perfekt. Und es gibt natürlich auch gleich wieder ein bisschen mehr XP, ich muss ein bisschen rücken, irgendwie sitze ich so. Ein bisschen mehr XP und natürlich Gold und natürlich ja alles, was man braucht. Die Begleiter werden stärker, dann nähern wir uns doch unseren Zielen und sind auch schon wieder eine ganze Stufe gestiegen. Das ist echt krass und das könnte der Begleiter noch gebrauchen. Plus 18, ah, ohne Sockel. Ohne Sockel kann es weg, gibt auf jeden Fall mir gut Splitter, also nehme ich es auch mit. Ist im Prinzip eine Win-Win-Situation. So, hier können wir mit mit Licht angreifen, dürfte, ja, dürfte schaffbar sein. So, Lilipon rasiert natürlich erst und dann bei uns unser Tivic. Okay, Killwitch müsste es eigentlich geschafft haben, genau. Wunderbar, dann können wir auch gleich wieder hochfüttern auf 38. Dann passt das. Glücksrad habe ich heute auch schon gedreht, da muss ich auch vielleicht mal wieder ein bisschen Lucky Coins farmen, damit man da ein bisschen öfters am Tag drehen kann. So, aber ansonsten passt es doch, glaube ich, ganz gut. Ja, Aura auch schon auf 20, also wir nähern uns ja 49%. Es geht gut voran und Leute, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf diesen Stream morgen. Ich hoffe mal wirklich, dass es klappt. Dann könnten wir ganz gediegen mal wieder streamen mit schöner Quali, einfach so, wie es jetzt ist. Mit dem schönen Stream-Overlay und dann, ja, hätte ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. So, hier, okay, Waffen können wir schon wieder besser. Ach du Scheiße, plus 116, Leute, what the? Hier ist eine coole Waffe, wenn die Sockel hätte, hätte ich sie jetzt genommen. Ist natürlich blöd, aber hier ist ein Stärketrank, ist nice.
Stärketränke sind gut. Jetzt haben wir fast komplett und hier können wir noch den reinmachen. Dann sieht es doch schon ganz gut aus. Dann können wir heute vielleicht hier ein paar Dungeons legen. Wenn es denn gut klappt. So, ich hoffe, Belichtung passt. Ja, Belichtung passt. Ich muss nämlich immer die Kamera dann so ein Tick lauter, wollte ich gerade sagen. Ein Tick heller machen. Beziehungsweise den Kontrast anpassen, damit es so schöner aussieht. So, hier auch was rein. Und da können wir auch bald schon spielen. Noch zwei Epics und dann habe ich sogar noch das hier. Ja, das geht sich nicht aus. Aber gut. So, Gilde können wir erstmal Gold spenden. Greifen wir auch nochmal an. Hier ganz gediegen. Zack. Okay. Und dann machen wir doch gleich mal hier im Dungeon was. Erstmal 31%. Okay, nee, das ist zu krass. Aber ich glaube, ja, 18% ist auf jeden Fall ganz gut. Und hier können wir im Turm ein bisschen weitermachen. Dürfte hinhauen. So 1, 2 Etagen. Genau. So gehört sich das doch. Und hier ist ein schlechteres Item. Gut, zum Glück. Da kann man gleich mal gucken, ob das jemand gebrauchen. Pro plus 152. Definitiv. Definitiv. So, dann gucken wir gleich mal eins weiter. Der Eierkopf. Ja, das ist alles noch recht schön machbar. So sieht es aus. Eine Intelligenz plus 15 ist aber mit dem Sockel wiederum schlechter. Und ich habe das Epic auf W17 auch gekauft, weil ihr habt auch in den Kommentaren gemeint. Ja gut, man kriegt zwar recht schnell wieder ein neues Level, aber es lohnt sich allein, weil es einen Sockel hat und das habe ich gar nicht darauf geachtet im Video. Das ist natürlich richtig und deswegen habe ich es mitgenommen. Es gibt natürlich viel mehr Erfahrungspunkte, da man im Endeffekt mehr schafft. Und das hat sich definitiv gelohnt. So, hier können wir auch noch was ins Klo werfen. Was brauchen wir hier noch? Hier fehlt noch ein bisschen. Ein bisschen. Ah, perfekt. Perfekt. Morgen noch das Epic rein. Dann dürfte sich das ohne Probleme ausgehen. Ja, ein Trank wäre jetzt natürlich schön. Na, hier haben wir auch keine Tränke. Alles klar. Es gehen wieder ein Tick bessere Waffen. Mann, das ist echt bitter, aber naja. Vielleicht kriegen wir morgen was zustande. Wenn wir ganz entspannt im Stream ein bisschen was machen. Lass ich dann Musik laufen, werde die Kamera dann wahrscheinlich mitnehmen und so ein bisschen größer ausschwenken, damit ihr den halben Raum seht. Da ich nicht die ganze Zeit davor hocken werde. Und eventuell spielen wir auch was anderes. Es wird ja alles ganz ja, einfach machbar sein, da wir nehmen wir 50k Internet haben und da sowieso alles innerhalb von kürzester Zeit runterladen können und streamen können. Von daher können wir auch andere Sachen streamen. Wenn ihr jetzt irgendwelche Vorschläge habt für irgendein Spiel, kann ich das kurz vorm Stream oder so noch runterladen. Also schreibt das einfach mal rein. Und ich sehe gerade, dass die Kamera vielleicht einen Tick zu weit unten steht. Ja, das passt doch, denke ich mal. Jo, dann Dungeon. Ich weiß nicht, wo kann man hier? Schatten, ja. Den Windsturm rasieren wir da mal durch. Das gibt einfach gut XP und ist wiederum easy schaffbar und gibt auch noch hier schön Splitter. Und da man hier einfach durchrasieren kann, ja, okay, das ist echt sinnlos, hier nicht weiterzumachen. Das gibt auch alles XP. Da kann ich auch bei mir auf W14 weitermachen. Ich vergesse das jedes Mal. Und das Schöne ist, hier kann man Dauer angreifen im Prinzip, bis man unter 90% kommt. So. Was brauchen die heute? Amulette habe ich nicht. Da kann es auch weg. Und ich werde wahrscheinlich auch in der nächsten, auf dem nächsten Server richtig mitmachen. Hatte ich auch Lust drauf, nochmal so einen Server komplett mit euch zu spielen, mit Pilzen natürlich so richtig durchrasieren. Hätte ich definitiv Lust drauf. Aber wir werden sehen, wie sich das alles ergibt. Und ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was ist von dem Video? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen. Wenn ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Abo da lasst, um nichts weiteres zu verpassen. Würde mich freuen, dann nähern wir uns so langsam ganz gediegen den 500 an. Von daher haut rein, euch noch einen schönen Tag und bis hoffentlich morgen, wenn es alles gut geht. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, wisst ihr Bescheid. Übermorgen kommt dann spätestens wieder ein neues Video. Von daher haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.